Küche und ich zeige euch, wie man diesen leckeren Erdbeer-Bubble-Shake macht. Ihr seht da unten, das sind so schwarze Perlen, das sind Tapioca-Perlen. Wow, es hilft, ich tropfe. Und oben, das ist ein Erdbeer-Shake. Kann man nämlich ganz einfach mit nur drei Zutaten zubereiten. Wir benötigen Tapioca-Perlen. Ich habe jetzt solche, die dauern auch nur so 5 bis 10 Minuten. Die gibt es in jedem Asialaden eigentlich zu kaufen. Gefrorene Erdbeeren. Ihr könnt aber auch andere Früchte nehmen, Mango zum Beispiel. Auf was ihr eben gerade Lust habt. Ich habe heute Lust auf Erdbeeren. Zucker. Also der Shake wird lecker, aber nicht gesund, weil da sehr viel Zucker drin ist. Aber egal, ist lecker. Als erstes habe ich hier Wasser aufgesetzt. Ja, ungefähr so ein Dreiviertel Topf voll. Und das bringe ich jetzt zum Kochen. Dann als nächstes gucke ich, wie viel Tapioca-Perlen ich ungefähr brauche. Also ich muss ungefähr so. Moment. So ungefähr. Und das mache ich hier auch. Ich mache es für 2 Personen. Da braucht man ungefähr die Menge. Dann tue ich einfach die Tapioca-Perlen ins kochende Wasser rein. So. Und lasse das Wasser ganz leicht weiter köcheln und mache den Deckel drauf. In der Zwischenzeit tue ich die Erdbeeren in den Mixer und also so von der Portion, wenn ihr es für 2 Personen macht, dann könnt ihr euch einfach große Gläser nehmen und da die gefrorenen Erdbeeren reinmachen. Ja. Upsala. Ja, also so. Dann rein. Und da ich 2 Gläser mache, mache ich auch 2 Gläser Erdbeeren rein. Dann hier immer mal wieder gucken, dass es nicht zu arg blubbert. Also das ist jetzt schon zu arg. Ich drehe es ein bisschen runter. Ja. Und ihr seht, die Tapioca-Perlen schwimmen dann schon oben vor sich hin. Dann brauche ich Zucker. Für 2 Personen nehme ich 6 Esslöffel. Ihr könnt natürlich auch weniger nehmen, wenn ihr nicht so viel Zucker essen wollt, aber mir schmeckt es einfach so süß. Deswegen 6 Esslöffel Zucker. Ich glaube, es waren es 4. 6, ein Glas, ein volles Glas Wasser dazu. So. Und nicht die Hälfte verschütten, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Deckel auf den Mixer. Durchmixen, wie ihr mögt. Ich mag es sehr, sehr fein, also dass es so ist wie so ein Püree eigentlich. So. Also. Ist dann auch sehr flüssig. Aber noch so ein bisschen eisig, weil die Erdbeeren gefroren waren. Ich habe die jetzt 5 Minuten in kochendem Wasser gehabt. Ja, am besten ihr probiert dann die Tapioca-Perlen immer mal wieder. Oh, wobei. Das ist eigentlich schon ziemlich weich, aber es ist heiß. Ah. Hm. Die sind tatsächlich fertig. Also, die brauchen wirklich nur 5 Minuten, so wie es auf der Verpackung steht. Die so, sich anfühlen so ein bisschen wie so Kaugummi. Und man innen nicht mehr so was Mehliges, Hartes hat,
Finde ich schon fertig, also perfekt. Sehr gut, das Timing. Herd aus Papilloka-Perlen in das Glas. Sirup hinzugeben oder Zucker oder Honig. Aber dadurch, dass ich hier schon relativ viel Zucker drin habe, lasse ich da den Zucker weg. Aber könnt ihr natürlich machen. Und dann fülle ich die Gläser einfach auf. Upsala. So. Und wenn ich es richtig gemacht habe, dann reicht es genau für Gläser. Das war es dann auch schon. So, habt ihr leckeres Erdbeer-Bubble-Shake. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!